wie sich das anfühlt, wenn man. Na okay, meistens fragst du mich nicht. Da hast du wohl recht, ja, stimmt. Ich habe mich jetzt echt extra so schnell fertig gemacht und so gesagt, ja, okay, kann ich einbringen. Heute mal. Nö. Red Card runter. Oh, Yang. erst da. Mach mal ein bisschen schneller und so. Ah, ja, vielleicht kannst du ja gleich mal nachgucken, wie Covalence Dust gemacht wird. Meine Saphir-Spitzhacke ist ein bisschen. Was ist? Bah, ich finde die so richtig eklig. Ich finde die so richtig verdammt eklig. Die Röpser? Ja. Der war auch richtig verdammt eklig, weil Bah, das war so ne? richtig. Nein, bitte hör auf. Das so an den Ich will's Seiten nicht von wissen. deinem Ich Mund, will's das nicht dann so wissen. richtig so, Ich will's nicht so wissen. wackelt, weißt Ich du, will's kennst du nicht. dieses Ich Gefühl, will's nicht wenn wissen. Ganviel Ich will's rülpst? nicht So war das wissen. gerade so. Nein, hör auf. Okay. Ja. Dann sag mal Hallo. Ja, du hast wahrscheinlich schon die ganze Zeit aufgenommen, das war mir aber auch irgendwie klar. Und ja, hallo. Hallo, allerseits. Ja, wir haben draußen ganz kalt und es regnet und ach, es Oh ja, schneit und. ich kann gar nicht mehr nach draußen gucken, weil mein Dachschrägenfenster voll gespritzt mit Also, ich habe diesem ja extra fucking meinen Schnee. Tisch. Ich habe extra meinen Tisch unter meinen unter mein Dachfenster gestellt, damit ich da richtig schön Licht drauf habe. Und jetzt ist einfach alles schwarz, weil Was? so dick Schnee Dein drauf PC liegt. steht jetzt direkt da. Ja. Ach so. Das ist übelst geil. Wieso das? Ich weiß es nicht, das ist voll perfekt. Im Sommer habe ich dann richtig geil Licht auf der Tastatur. Ja, da verbrennst du dann. Stimmt, da hast du recht. Aber das ist ja auf der. Wo geht die Sonne nochmal auf? Na, scheiß drauf, auf jeden Fall wird es nicht so doll angeschienen. Ja gut, der Extractor arbeitet. Wir haben jetzt schon 28 Gummi. Das ist positiv. Wir wollten eigentlich, ja, lass mal so schnell wie möglich ein Jetpack bauen, würde ich mal sagen, ne? Ja. Und Solarzellen. Nee. Nein, Water Strainer. So eine Was Water ist das? Mill. Ja, nein, Ah, ja, das wollen wir, Watermill. okay? Eine Watermill, das ist cool. Geht das so? Oh, scheiße. Hast du eine Ahnung, kannst du mal nachgucken? Also einmal nach einer Water Mill und einmal nach einem Jetpack. Okay, das kann ich auch mal gucken. Okay, Electronic Jetpack. Hey. So. Er. Verdammte Kacke, das geht nicht. Das ist ja scheiße, Watermill ist ja ein Block. Also du brauchst in der Mitte einen Generator. Man kriegt dann direkt zwei Watermills, ist ja witzig. Aber du brauchst noch einen Water Strainer. Ja, einen Water Strainer brauche ich. Aber ich wollte erstmal halt die Water Mills, oder? Also ein Watermill brauchst du in die Mitte einen Generator und dann brauchst du mir den einfach nur geben und dann kann ich den. Oder halt, du brauchst dann noch vier Sticks und vier Wooden Planks. Ganz Und easy. was braucht man für einen Water Strainer? Da brauchst du eine Watermill und ein Iron Waterproof Pie und einen Tank. Iron Waterproof. Okay, und ein was? Tank, und den kriegt man aus Glas, da habe ich gerade nachgeguckt. Okay. Ja, Haben wir dann Glas? kannst du schon mal Sand farmen gehen, okay? Jo, okay, dann gehe ich direkt mal mit dem Emerald-Dingens los. Das ist ja für die Allgemeinheit, habe ich gehört. Und leg mich noch kurz hin, damit auch ja Tag ist. Ich war auch zu Hause gesetzt. Oh, schön. Lol, die wollen mich verarschen. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich gehe hier hin. Und jetzt, okay, du siehst nur einen Creeper. Achtung, da ist noch ein zweiter. Da. Oh, der hat schon geblinkt. Oh. Nee, ich habe beide gesehen. Ich wollte einfach mal drauf loshacken. Hier war noch ein dritter. Oh. Oh Ja. Mann. Ich mach mal hier so, ja. Kann ich. That escalated quickly. Wir brauchen Zinn. Haben wir Zinn? Ja, wir haben noch Zinn. Achso, das hat er automatisch gemacht. Ich dachte gerade, ich müsste mich irgendwie über dich aufregen, aber muss ich doch nicht. Hast du gut gemacht.
Wie viel brauchen wir? Sagen wir einfach mal, ja, wir brauchen nur eine. So. Dann brauchen wir noch einen Meshenblock. Haben wir noch irgendwie Refined Eisen? Iron? Refined Iron? Ein Meshenblock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scary Geräusch. Ach ja, nebenbei. Okay. Der Sound müsste eigentlich ganz okay sein. Was habe ich eigentlich in den Video-Settings? Ich glaube, da habe ich letztens mal so ein bisschen runtergeschraubt, weil mein PC das nicht geschafft hat. Da war ich voll. Quality. Clear Water, natürlich. Wow. Okay. Fancy. Doch nicht an. Connected textures. Fancy. Natural. Okay, ich guck mal, ob es funktioniert. Also, ob die FPS gehalten werden können. Ah, ja, okay. Ich verbrenne einfach schon mal, ne? Ah, das glaube ich mit Better Grass gemeint. ja, funktioniert. Schön. Ah, what? Oh, ich mach mal noch einen Ofen, ja? Ja. Wofür? Für... Glas. Ich hab Glas gerülpst, Alter. Das muss ich mir erstmal nachmachen. Nee, lieber nicht. Nee, will ich auch gar nicht. So, dann schnappe ich mir da ein bisschen Kohle raus. Schnappst du dir ein bisschen Kohle raus? Ja. So, also die ersten Glasteile sind jetzt schon im Mache, aber ich denke mal, wir brauchen nicht nur 20 Glas, sondern es wäre ganz... Oder haben wir irgendwie so einen Taucheranzug oder so einen Helm oder so, Diving Helmet oder sowas? Watermelon. Okay, ich habe eine Watermelon. Was muss ich jetzt machen? Ah ja, stimmt. Diving Rod. Was macht die Diving Rod? Die zeigt dir an, wo welche... Eigentlich unnötig, nee. Eigentlich unnötig. Oh, die will ich haben! Wieso? Wir brauchen Covalence Dust. Das ist bestimmt das... Haben wir Covalence Dust? Nein, aber nein, lass die nicht machen. Die ist eigentlich unnötig. Die zeigt dir nur an, welche Rohstoffe in der vor deiner Fresse sind. Ja, und? Ja, dafür... Ja, ich weiß noch, dass dieser Covalence Dust, um den zu machen, das hat so scheiße angedauert. Nee, hat's nicht, hat's gar nicht, sorry, aber war auf jeden Fall umständlich. Braucht man nur noch einen Stick. Stick und Covalence Dust. Kannst du mir jetzt nochmal das Rezept zum Water Strainer sagen? Zu den Water Strainern? Dafür brauchst du erstmal eine Sawmill. Eine was? Eine Sawmill. Ach, eine Watermill. Ja, hab ich. Achso, und dann brauchst du einen Tank aus Glas. Hast du den Tank? Wie geht das? Acht Glas in der Mitte. Ah ja, hab ich. Und dann brauchst du noch eine... Achso, ja, okay. Einen Iron Waterproof Pipe. Und dafür brauchst du ein Pipe Waterproof und eine Iron Pipe. Das heißt, wir brauchen ein... Also, weißt du, wie man einen Pipe Waterproof macht? Nee. Wie denn? Dann guck das auch noch nach. Pipe Waterproof. Das macht man aus Cactus Green. Oh, nö. Soll ich das suchen kurz? Nee, ich geh schon. Aber ich meine, ich bin ja gerade hier draußen, ne? Ich auch. Na, au. Ich würde sagen, wo sollen wir den ganzen Shit hinbauen? Ich weiß nicht, wir brauchen so einen Maschinenraum. Sollen wir in... Ja, also dann lass einfach in dieser Höhle für immer bleiben. Auch wenn sich jetzt alle drüber aufregen. Nein, wir können hier nur in dieser Höhle für immer bleiben. Weil wir es halt sind, ne? Höhle. Jo. Höhle. Genau. Wir brauchen ein Bett im Kornfeld. Ja, wollte ich gerade sagen. Ah, da habe ich doch glatt mein Schwert aus der Hand geworfen. Ein Bett im Kornfeld.
Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Kennt ihr das? Hey, wenn ihr müsst das kennen, das ist doch. Ist richtig geil von Jürgen Drews oder wie der heißt. Wie der heißt. Ich wusste gar nicht, dass Marmor als Erz bei uns zählt, aber naja, okay. Ja, zählt das Bullshit, den man irgendwie mit der Spitzhacke abbaut und nicht Cobblestone ist. Okay. Boah, die Gegend. Alter, die Gegend ist voll schön hier. So ein kleiner See und ein kleiner Berg. Und keine Dreckskakteen. So, jetzt gehe ich mal über den Hügel. Was finde ich in deinem Hügel? Berge. Und ein Vulkan. Fuck. Oh, okay, du musst mir. Also die Koordinaten sind 414, 300. Ja, wollte ich gerade sagen. Musst du mir dann gleich nochmal sagen. Dann komme ich dahin gelaufen. Ja, ich gehe jetzt auch los. Du merkst dir das. Aber ich komme jetzt auch wieder zurück. Ich habe eine Wüste gefunden. Ah, okay, nee. Bist du nach Nordosten gezogen? Nordosten? Was? Nordosten. Oder wohin bist du gerannt? Südosten. Südosten. Oder Ost-Süd? Nee, Südost. Sagt man doch, oder? Ich habe eine Schleimi-Region hier gefunden. Ja, da bin ich. Also ich bin an einem Wald da lang vorbeigelaufen und dann war ich in der Wüste und hier sehe ich auch so eine Ölquelle. Oh, Öl. Öl. Mich wundert es nur, dass man kein Öl braucht, also nicht so viel. Ja, das kann man gebrauchen. Damit kann man auch richtig geilen Shit machen. Damit kann man viel machen, glaube ich. Das kann man, glaube ich, auch anders machen. Irgendwie mit Bio. Dass man damit Fuel machen kann, leuchtet ein. Ja, aber das kann man auch noch mit Biozellen oder so, wie das heißt, machen. Au. Ich glaube, ich laufe jetzt mal zu diesen. Okay, das nehme ich mal mit. Zu den Chaka Canes oder wie sie heißen. Nee! Diese Gummibäume sind. Achso, ja, die sind schon geil. Wenn wir irgendwann hier diesen Mining Laser haben, den werden wir auch irgendwann mal haben. Kommt mit der Zeit. Ist auch eigentlich ganz easy zu bauen. Muss dir nur so vorstellen. Oh, Uranium. Dann. Alter, lass gleich mal die Nuke bauen, ja? Alter, das will ich in dieser Aufnahme noch machen. Okay. Ja, komm, alle, kommt alles mit der Zeit. Kommt mit den Rohstoffen. Würde ich mal so behaupten. Es war irgendwas mit 400 und 300, ne? Mm, no. 414, 320. Okay. Boah, gestern. Komme ich so nach Hause, steht da so ein kleines Päckchen. Also ich komme so vom Training nach Hause und steht da so ein kleines Päckchen auf dem Tisch. So. Ja, das hat dir dein Opa mitgebracht. Hat meine Oma mir ernsthaft Kekse gebacken zum Nikolaus. So geil, Mann. Ja, und dann habe ich die erstmal den ganzen Abend so gefressen. Das war schon nice, weil ich habe so gedacht so, kennst du diese Keksdosen, wo dann immer so ganz trockene Kekse drin sind? Mhm. Ja, das war da überhaupt nicht. Ich habe auch so gedacht, so, sind bestimmt wieder irgendwelche Scheißkekse. Und dann esse ich so den ersten, bekomme ich so voll die Erleuchtung. So, oh, wie geil sind die denn bitte? Ja, Omas Kekse, ne? Die guten alten. Ja, genau. Alter, es ist einfach so lecker. Was denn? Kinder-Country. Kinder-Country? Wieso isst du Kinder-Country? Aber ich hab's halt, ne? Hast du so eine ganze Packung zum Nikolaus bekommen? Ja. Naja, okay, ich will ja nichts sagen, aber ich hab zwei Schoko. Was? Ich hab in 2 Tagen so viele gegessen, dass jetzt nur noch 2 Stück da sind. Aber das ist eigentlich schon ein Wunder, meistens eliminiere ich die an einem Abend.
Ja, ich habe einen ganzen Schoko-Weihnachtsmann gestern Abend gegessen. Aber so einen großen, ne? So einen großen von Milka. Oh, hier ist ein Dschungel. Ach ja, okay, ich bin jetzt schon fast wieder zu Hause. Oh Mann. Guck mal auf die Karte. Da, wo alles so leuchtet. Auf den Marmorfeldern. Ja. Die kann man richtig gut auf der Karte erkennen. Vor allen Dingen, wenn man auch so nah da dran ist. Oh, ich habe das Achievement bekommen.